Blumenkohl ist gesund und besonders bekömmlich. Im Gegensatz zu vielen anderen Kohlsorten ist Blumenkohl zwar mindestens genauso gesund, aber dabei wesentlich bekömmlicher und daher leichter verdaubar. Das hat der Blumenkohl der besonderen Zellstruktur zu verdanken, sodass der Körper nicht zu hart arbeiten muss, um ihn zu verdauen. Trotz dieser Bekömmlichkeit ist der Blumenkohl dennoch reich an vielen Nährstoffen, die sich sehr positiv auf eine gute Gesundheit auswirken können. Blumenkohl besteht zu ca. 90% aus Wasser und enthält so gut wie kein Fett und Zucker und ist dadurch auch sehr kalorienarm, denn 100 Gramm enthalten gerade mal 23 Kalorien. Gerade weil dieser Kohl so leicht verdaulich ist, ist er auch bestens als Babynahrung oder auch als Schonkost geeignet und passt auch bestens auf jeden Diätplan. Eine tolle Variante ist Blumenkohl als Reisalternative, wo ganz kleine Röschen lediglich mit etwas Öl 5 Minuten lang gebraten werden und nach Belieben gewürzt werden können. So entsteht eine kohlenhydratarme Beilage, die dich bestens beim Abnehmen unterstützen kann und obendrein noch richtig lecker ist. Blumenkohl ist relativ reich an Kalium und gerade Kalium ist verantwortlich für unsere Muskeln, Knochen, das Nervensystem und eine gute Kreislaufgesundheit. Es hilft aber auch, Krankheiten vorzubeugen und unseren Stoffwechsel zu regulieren, was eine Gewichtsabnahme und einen Muskelaufbau positiv beeinflussen kann. Weiterhin enthält Blumenkohl den sekundären Pflanzenstoff Sulforaphan, der antioxidativ wirkt. Auch wenn Blumenkohl nicht ganz so viel Vitamin C wie andere Kohlsorten enthält, so ist er mit ca. 45 Milligramm pro 100 Gramm im gekochten Zustand immer noch ein sehr guter Vitamin C-Lieferant. Weiterhin enthält er viel Folsäure und viele B-Vitamine. Bei uns kommt eher der weiße Blumenkohl auf den Tisch, aber es gibt auch die violette Variante, die noch mehr Flavonoide enthält und damit über eine noch größere antioxidative und sogar antikarzinogene Wirkung verfügt und die du unbedingt auch mal ausprobieren solltest. Blumenkohl gibt es ganzjährig auf dem Markt und im Supermarkt zu kaufen. Die Zubereitung ist einfach. Am besten ist es, ihn mit dem grünen Blattwerk zu kaufen, da er so vor dem Austrocknen geschützt wird. Im Kühlschrank hält er auch ein paar Tage. Blumenkohl kann aber auch einfach eingefroren werden, sollte allerdings hierfür vorher blanchiert werden. Um in den vollen Genuss der gesunden Nährstoffe zu kommen, sollte Blumenkohl nicht zu lange gekocht werden. Bei kleinen Röschen reicht bereits eine Kochzeit von 4 Minuten in Salzwasser. Wenn du dem Kochwasser noch etwas Zitrone oder Milch zugibst, sorgst du dafür, dass er seine Farbe behält und nicht verblasst. Blumenkohl lässt sich so vielfältig zubereiten und sollte viel öfter auf dem Speiseplan stehen. Dabei ist er auch noch relativ einfach und auch günstig zu bekommen und bietet so viele Vorteile für eine gute Gesundheit. Wie isst du deinen Blumenkohl am liebsten? Wir freuen uns über deine Anregungen in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, so zeige es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir würden uns darüber freuen und dich gerne weiterhin mit gesunden, natürlichen Informationen versorgen. Dafür musst du nur noch unseren Kanal abonnieren, wenn du es nicht bereits getan hast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte bleib gesund.